Hallo Leute und willkommen zu diesem letzten Video von Suro vor Suro. Denn morgen geht's schon los, oder vielleicht heute, wenn ihr das Video seht. Es geht am 29.05. am Mittwoch geht es los mit Suro um 18 Uhr live bei allen Spielern in der Beschreibung verlinkt, die es morgen live streamen. Nicht jeder Spieler streamt es vielleicht live, manche nehmen es als YouTube-Projekt. Das kann jeder machen, wie er möchte, aber viele werden es morgen live streamen. In der Beschreibung sind alle Teilnehmer verlinkt. Und dieses Video geht nochmal an alle Zuschauer raus und auch nochmal an die Streamer, die beim Projekt dabei sind, und auch an die YouTuber und auch alle, die beim Projekt dabei sind. Denn wir werden in diesem Video nochmal ein paar Sachen erzählen, die es vorher noch nicht als Info gab, auch an die Teilnehmer. Es gibt jetzt ein paar Sachen, die ihr vorher noch nicht wusstet. So, wir sind gerade auf der Suro-Insel und wir werden uns jetzt ein bisschen hier umsehen. Ich zeige euch ein paar Sachen, die ihr noch nicht von der Insel gesehen habt. Und ich würde sagen, ich erzähle euch mal ein paar Dinge, die neu dazugekommen sind. Also erstmal ein paar Sachen, die durch die Spieler neu dazugekommen sind. Es gab eine Abstimmung, ich glaube, der Impuls kam von Basti GHG, dass Stärketränke verboten werden sollten, weil sie das PvP in so einem Projekt eher schlechter machen als besser. Und wir haben auch eine Abstimmung gemacht und zwar alle dafür, dass wir die Stärketränke rausnehmen. Also gibt es keine Stärketränke. Allerdings werden Stärketränke in diesem Projekt auch als Heiltränke wirken. Das heißt, ihr könnt euch trotzdem, alle Mitspieler, ihr könnt euch trotzdem Stärketränke craften und die trinken. Diese Tränke werden dann keine Stärkewirkung haben, sondern eine Heilwirkung. Also sie sind nicht komplett useless. Ja? Das haben wir dann auf Wunsch der Spieler gemacht. Ein anderer Wunsch der Spieler war, dass wir während der E3 eine Pause einlegen, weil viele Spieler und Mitglieder des Projekts möchten während der E3 oder müssen während der E3 beruflich tätig sein. Manche fliegen sogar nach LA, manche müssen von zu Hause aus arbeiten und dann haben wir gesagt, okay, das macht ja Sinn. Dann machen wir das Wochenende von der E3 ein kleines Suro-freies Wochenende oder sowas, ja. Also wird es ein paar Tage ohne Suro geben. Ich denke mal, es ist mit allen auch, ich denke, es ist auch für alle sinnvoll. Und ich denke auch, dass ihr. Steht da ein Amboss rum? Alles klar. Vielleicht soll der da sein. Also, ihr seht schon, es gibt so Structures auf dem Map, da kommen wir gleich zu. Ich denke mal, dass mit der E3-Wochenende, das ist im Interesse aller. Und da können auch die Zuschauer mal auf ein paar Tage Suro verzichten, dafür, dass es dann aber nicht so doof ist, dass dann manche Spieler einfach ausscheiden müssten oder sich 3 Tage, 4 Tage nicht bewegen könnten. Das wäre doof, deswegen machen wir während E3 eine kleine Pause. Das ist das Fairste und das ist für alle auch okay. Haben wir Abstimmung gemacht. So, das zu den Sachen, die die Spieler entschieden haben. Jetzt zu den Sachen, die wir noch nie erzählt haben. Und da komme ich jetzt direkt zum Punkt. Also auf der Karte gibt es erstmal Structures, die haben allerdings keine Auswirkungen, denn diese Structures, die haben keine Vorteile. Das ist einfach nur, damit man die Map besser kommunizieren kann. Zum Beispiel, ich bin gerade bei den Steghäusern oder ich bin gerade beim Friedhof oder ich bin gerade bei der verlassenen Farm oder ich bin gerade beim Schiffswrack. Ja, das ist aber, das hat alles keinen Vorteil, das sind alles Ressourcen oder Rohstoffe, die nicht wertvoll sind. Es gibt keine Eisenblöcke oder sowas in diesen Gebäuden, die da verbaut sind. Aber es gibt etwas Neues auf der Karte, was ihr noch nicht gesehen habt und weil es neu ist. Und etwas, was es auch nicht geben wird von Spielern, und zwar Nether-Portale. Spieler können keine, also der Shader hier lässt mir gerade die Welt nicht vernünftig laden, das ist ein bisschen schade, aber egal. Spieler, diese Welt, Alter. Spieler können keine Nether-Portale errichten und keine Nether-Portale öffnen. Das heißt, es gibt nur ein einziges Nether-Portal auf der Map und das ist dieser große Nether-Turm hier. Über dieses Nether-Portal kommt ihr, oh, wir müssen noch die Command-Blöcke wegmachen. Über dieses Nether-Portal kommen die Spieler aus dem Projekt in den Nether und auch nur über dieses Portal kommen sie aus dem Nether wieder raus. Rund um den Turm, also diese Area hier rund um den Turm, ist geschützt, dass man dort nichts bauen kann, also keine Fallen und sowas stellen kann, das wäre assi, ne? Aber es gibt halt eben nur diesen einen Punkt, um Nether zu kommen. In den ersten Tagen wird der Nether allerdings ausbleiben, damit noch nicht direkt so viele Leute in den Nether laufen. Aber der wird dann nach ein paar Tagen angemacht. Dann gibt es noch ein paar Sachen, da habe ich mich schon drauf gefreut, das endlich anzukündigen. Und zwar, es wird auf der ganzen Karte alle Ressourcen geben, die ihr kennt. Also es gibt unter der Map ganz normale Eisen, Erze, Lapis Lazuli, Gold. Also ihr könnt unter der Erde auch alles abbauen, außer Diamanten. Es wird keine Diamanten geben und es hat auch einen Grund, weil in den letzten Projekten war es immer oft so, gerade bei PvP-Projekten oder PvP-lastigen Projekten, dass Spieler, die nichts riskieren wollen, 80 Folgen unter der Erde sind und dann sich komplett mit Dias auspacken, zupacken und dann so oft eine Dia-Rüstung, Dia-Brust, whatever bauen, bis sie es 100-mal im Amboss mit Schutz 1 immer wieder kombinieren können, bis es irgendwann komplette Dia-Rüstung Schutz 4 ist und bla bla. Und so lange bleiben die dann aber aus dem Geschehen raus.
Und darauf haben wir keinen Bock. Wir haben keinen Bock auf eine Spielweise, in der Spieler den Großteil ihres Lebens unter der Erde verbringen und dann kommen sie raus, sterben durch einen Unfall oder durch was Doofes und ist es dann vorbei. Wir möchten nicht, dass das Minen, das Farmen den Großteil des Spiels ausmacht. Natürlich ist es trotzdem wichtig, unter der Erde zu farmen und zu minen, denn Gold ist wichtig. Und warum, das erzähle ich euch gleich auch nochmal ganz besonders. Eisen ist natürlich wichtig, ne? Das ist klar. Und Lapis zum Verzaubern später und verschiedene Sachen. Warum ist Gold wichtig? Naja, was kann man aus Gold machen? Goldäpfel. Warum sind Goldäpfel wichtig? Naja, Goldäpfel heilen dich. Ist natürlich logisch, dass es wichtig ist. Aber warum sind die besonders wichtig in diesem Projekt? Naja, eine Sache habe ich euch auch verschwiegen und auch den Teilnehmern von Suro, denn das hier ist ein Projekt, was auf der Schwierigkeitsgrad Hardcore gespielt wird und das bedeutet, es gibt keine Lebensregeneration durch den Hungerbalken. Ja, es gibt keine Lebensregeneration durch den Hungerbalken. Wenn ihr Schaden nehmt, dann behaltet den Schaden so lange, bis ihr euch mit einer Heilquelle heilt. Heiltrank, Goldapfel, glitzernde Melone, whatever. Es gibt jetzt 1.14, gibt es noch ein paar neue Methoden. Gibt es noch so eine Blume, mit der man sich heilen kann. Aber es wird Hardcore gespielt. Also, jeder Fallschaden, jeder Creeper-Damage, jeder Monsterschaden, alles, was ihr an Schaden bekommt, ist sehr gefährlich. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Wenn ihr euer Leben riskiert, dann wisst ihr, es wird richtig heftig. Und es gibt kein Zurück. Wenn ihr tot seid, seid ihr vom Server gebannt. Also spielt besonders bedacht. Passt auf, mit wem ihr euch anlegt. Passt auf, mit wem ihr euch zusammenschließt. Vielleicht habt ihr einen Verräter im Lager. Es gab schon Spieler, die haben geschrieben, wir möchten ein ganzes Dorf gründen. Also es gibt so ein paar Structures hier schon. Ne? Es gibt ein paar Spieler, die haben gesagt, wir möchten ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt zusammen gründen und in der Stadt soll Frieden herrschen und wir wollen die verteidigen vor Angreifern. Falls mal jemand nicht kann und offline ist, dass wir auch seinen Körper verteidigen können und sowas. Gibt's alles. Es gibt auch Spieler, die wollen auf die Jagd gehen nach anderen Spielern. Was die Spieler aus diesem Projekt machen, ist ihnen überlassen. Denn jetzt kommt der nächste Punkt. Ich habe ja schon eben gesagt, es gibt keine Diamanten. Naja, so ganz genau stimmt das nicht. Denn Diamanten kann man bekommen. Durch Spielerkills gibt es Diamanten, was natürlich eine sehr, sehr böse Methode ist, an Diamanten zu kommen. Aber es gibt auch zusätzlich noch Diamanten durch Drops. Es gibt Airdrops, das heißt, die Watcher, Gamers, also Noah und ich, wir werden in regelmäßigen Abständen Airdrops fallen lassen und in diesen Airdrops können verschiedene Heilmöglichkeiten sein, Diamanten, verschiedene Sachen, die man so brauchen kann. Ja, das kommt auch noch hinzu. Dann wisst ihr ja schon, dass es Events geben wird. Und zwar, sollte sich eine Stadt zu sehr verschanzen oder sollte zu wenig passieren, dann könnte es auch mal sein, dass ein Komet irgendwo einschlägt oder dass die Luft plötzlich zu Giftgas wird und man unter die Erde muss oder dass man unter der Erde ist, dass unter der Erde das giftig ist, dass man nach oben muss oder dass das Wasser giftig wird oder ganz viele verschiedene Methoden. Es könnte eine Zombie-Welle entstehen, dass sau viele Gegner plötzlich draußen umherwuseln. Apropos Gegner, wir haben die Phantome ausgestellt, weil die Phantome fanden wir doch zu heftig, wenn wir auf Hardcore spielen. Die Phantome sind irgendwie so eine richtig nervige Mob-Art, die haben wir erst ausgestellt, weil man nicht schlafen kann, weil zu viele Spieler auf dem Server sind, dann durch Phantome stirbt, dann wäre es schon echt belastend. Deswegen haben wir Phantome ausgestellt. Aber prinzipiell waren das so die Infos, die ich euch noch mitgeben wollte. Ja, es wird vielleicht ein bisschen heftiger als gedacht, aber wir haben natürlich extra, bevor wir uns entschieden haben, wir spielen es auf Hardcore, haben wir natürlich auch viele Casuals befragt. Also viele Leute, die jetzt mitspielen, sind ja keine Leute aus der Minecraft-Szene. Also es gibt ja nicht nur Hardcore-Minecraft-Spieler, die dabei sind, sondern auch viele Leute, die aus der Minecraft-Szene gar nicht kommen, sondern jetzt zum ersten Mal ein Minecraft-Projekt haben. Es gibt auch sehr viele aus der GTA-Roleplay-Szene, die mitspielen. Oder auch aus anderen Spieleszenen, zum Beispiel Trilox ist ein CSGO-Spieler. Und diese Leute haben wir auch unter anderem befragt, ob sie das gut finden, ob wir Hardcore spielen oder ob wir es lieber lassen sollen. Und der Großteil war auch dafür. Die haben gesagt, oh, lieber richtig, weil wenn dann jemand angreift und der kriegt Schläge oder so, dann behält er auch seinen Schaden und haut nicht ab und regeneriert sich wieder und so weiter. Und diese Hin- und Herlauferei-Scheiße. Sondern es wird wirklich Konsequenzen haben, alles, was du tust. Okay, das waren so die Infos, die ich euch heute noch mit auf den Weg geben wollte. Morgen um 18 Uhr geht's los. Denkt dran, 29.05. Mittwoch. 18 Uhr bei allen Streamern, bei mir auch live, bei allen Streamern auch in der Beschreibung, die das streamen werden, um 18 Uhr.
Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an unseren Sponsor Nitrado, der es alles ermöglicht. In der Beschreibung natürlich auch verlinkt. An diesen einen dicken Gruß und dickes Shoutout geht raus an Nitrado. Vielen, vielen Dank. Und morgen geht's los. Haut rein. Ciao.